Die ältere Generation ist mittlerweile weitgehend durchgeimpft und auch die Besuchszeiten in den Alten- und Pflegeheimen, die sind mittlerweile gelockert. Ja, heißt das, dass für über 65-Jährige jetzt wieder ein mehr oder weniger normales Leben wie vor der Pandemie möglich ist? Bei uns zu Gast dazu jetzt die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbunds, Ingrid Korusek. Herzlich willkommen bei Nachgefragt. Ich danke für die Einladung. Ja, beginnen wir gleich bei den geltenden Bestimmungen in den Alten- und Pflegeheimen. Die wurden ja zuletzt gelockert, vor wenigen Tagen erst. Wie sieht es aktuell konkret aus? Ja, Gott sei Dank wurden sie gelockert und das war gar nicht so einfach. Also da mussten wir sehr, sehr kämpfen. Aber es ist gelungen. In den Pflegeheimen ist jetzt täglich Besuch möglich. Natürlich geimpft oder genesen oder getestet. Nicht? Also das heißt, wir haben wirklich Grund zur Freude, aber natürlich, man muss auch vorsichtig sein. Also man darf jetzt nicht sagen, ah, ist eh alles wieder in Ordnung, sondern man muss natürlich vorsichtig sein. Aber das ist gelungen und das ist uns anderes auch gelungen. Wissen Sie, vor allem die Busreisen. In 2 Tagen, am 10. Juni, da geht's los. Da kann man sagen, da ist wirklich der Aufbruch, dass es möglich ist, wieder Busreisen zu machen. Und das eben weitgehend ohne Einschränkungen, auch ohne was die Teilnehmerzahlen in den Bussen betrifft. Aber kommen wir mal ganz grundsätzlich, wie groß ist denn die Durchimpfungsrate bei den, ich sage einmal, über 65-Jährigen? Das war ja lange diskutiert, wie viele sind denn überhaupt bereit, sich impfen zu lassen? Ja, also großartig ist das. Da hat man am Anfang ja Sorge gehabt, die Seniorinnen und Senioren werden sich nicht impfen lassen. Das Gegenteil ist der Fall. Also wir haben zum Beispiel eine Durchimpfungsrate von den 80- bis 89-Jährigen von 97%. Boom. Ja? Okay. Das ist dann das Unterschied. Aber man kann sagen, so ungefähr 70-75% auf alle Fälle. Der also über 65-Jährigen, ja, also drei Viertel sozusagen. Ja. Das würde ja in der allgemeinen Bevölkerung, wenn es genauso wäre, sozusagen die Herdenimmunität bedeuten, von denen allerdings dann wiederum manche sagen, die gibt es gar nicht bei Corona, aber sei es drum, hat immer gehört, Raten von über 70 werden für die Gesamtbevölkerung angestrebt. Wobei ich ja noch hoffe, wissen Sie, wir haben ja jetzt dann die Impfungen von den Hausärzten. Und das ist ja mir so besonders wichtig, weil der Hausarzt ist ja, ich meine, der Kamerad des Patienten, der in der Regel sie kennt, ja. Und da kann ja Überzeugungsarbeit geleistet werden. Es gibt schon noch Impfgegner auch, aber mit guter Beratung, und da ist eben der Hausarzt der Richtige, bin ich überzeugt, dass noch viele überzeugt werden können. Ein Thema wurden vorhin ja ab, die potenziellen Nebenwirkungen, befürchtete Nebenwirkungen. Gibt es jetzt so ein halbes Jahr bald nach Impfbeginn der älteren Zielgruppe Erkenntnisse, ob es Nebenwirkungen im breiteren Stil gibt, die speziell diese Bevölkerungsgruppe prägen? Eigentlich nicht, ja. Aber natürlich, wir müssen schon davon ausgehen, und das sieht man ja bereits, dass es Nachwirkungen gibt, ungefähr 10%, ja, haben Nachwirkungen, wo man noch immer nicht genau weiß, in welchem Ausmaß das sein wird. Das ist eben neu, ja. Und daher ist es auch wichtig, dass jetzt hier Vorsorge getroffen wird, nicht? Also, dass die Spitäler sich darauf einstellen, dass man eben dementsprechend, und Rehab, vor allem Rehab ist ganz wichtig, ja. Da sind wir jetzt dran, das ist so die nächste Phase, wo wir wieder kämpfen müssen, überzeugen müssen, aber ich bin überzeugt, dass das wird. Reha heißt ja auch Müdigkeit, über die manche klagen nach der Impfung, von der man sich eben nicht so schnell erholt. Ist das sozusagen das Hauptthema, das festgestellt werden kann, wenn man jetzt großflächige Nebenwirkungen sozusagen hat? Grundsätzlich ist eine Nachwirkung bei manchen da, nach der ersten oder nach der zweiten Impfung. Aber unabhängig davon kommen dann auch Folgewirkungen, eben in ungefähr bei 10%, in verschiedenster Form, ja. Lungenprobleme, Herzprobleme, Müdigkeit, Geruchssinn, Geschmackssinn ist weg. Ja. Also verschiedenste, wo man noch nicht ganz genau weiß, woher kommen sie und wie kann man das behandeln. Aber da ist es eben notwendig, dass die Wissenschaftler sich hier sehr beschäftigen damit. Weil das ist sicher etwas, was wir in Zukunft haben werden. Gut, ich halte aber fest, eine Durchimpfungsrate von etwa 75% der über 65-Jährigen, also 3 von 4, haben sich impfen lassen. Für Nicht-Geimpfte bedeutet das allerdings weiterhin viele Eintrittstests, die sind ja jetzt nötig, generell für alle Alterszielgruppen, natürlich auch für die über 65-Jährigen, insbesondere bei den körpernahen Dienstleistungen zum Beispiel oder in der Gastronomie. Was bedeutet denn das für die ältere Generation? Ja, also grundsätzlich
bin ich auch fürs Impfen, aber wenn nicht geimpft wird, aus welchen Gründen, ja, auch immer, dann gibt es eben, das war auch sehr, war nicht einfach, dass es eben diese Selbsttests gibt, beim Friseur zum Beispiel, wenn jemand nicht getestet ist, weil es auch kompliziert oft ist. Man darf ja nicht immer nur Wien nehmen, es gibt ja auch am Land, da ja, hat man ja nicht die Teststrecke um die Ecke, da kann man das beim Friseur machen und das wird überprüft, das wird dann wieder zugeschaut und das geht auch. Das ist aber auch erst jetzt möglich, da haben wir sehr, sehr lang darum gekämpft. Ja. Das sind die kontrollierten Selbsttests, die man vor Ort macht, Eintritt in den körpernahen Dienstleister. Die man vor Ort macht und die man auch in Ausnahmefällen beim Restaurant machen kann. Ja. Ja, nächste Woche soll dann der grüne Pass kommen, der bringt ja weithin Abhilfe, weil er eben elektronisch abrufbar und damit sozusagen immer online den letzten Stand erfasst. Aber das setzt eben voraus, dass man mit elektronischen Geräten dementsprechend umgehen kann. Ist das praktikabel? Das ist schon praktikabel, weil die Seniorinnen und Senioren haben sehr gelernt. Es hat ja alles im Leben auch was Positives. Also Corona hat dazu beigetragen, dass die Digitalisierung auch bei den Seniorinnen und Senioren angekommen ist. Ja, die sind jetzt viel interessierter daran. Also, und lebenslanges Lernen gehört ja dazu. Also daher, ich bin da sehr daran interessiert. Aber dort, wo es nicht ist, bitte gibt es eben auch in Papierform den Pass. So ist es. Also entweder elektronisch und QR-Code oder eben per Ausdruck. Ja. Aber eine Erleichterung wohl, ab nächster Woche ist jetzt angekündigt, Geimpfte werden scheinbar noch nicht kurzfristig jetzt eingetragen, aber Genesene und Getestete. Ja. Ja, unterm Strich, wenn man sich jetzt die Impfsituation hernimmt, Sie sagen 3/4 Durchimpfungsrate in etwa und in manchen ausgesuchten 10er-Zielgruppen noch deutlich höher und die Anzahl der Getesteten und auch der Wiedergenesenen. Wenn man in diese Zielgruppe fällt, getestet, genesen oder geimpft, ist dann nach allem, was Sie hören und auch den gelockerten Bestimmungen in den Besuchszeitenregelungen, ein weithin normales Leben wieder nötig, so wie wir es von vor der Pandemie kennen? Ja, ist es, ja. Also natürlich, man muss eben das vorweisen, also man muss immer seinen Impfpass mithaben, ja, und man, aber dann ist eigentlich ein relativ normales Leben möglich. Es kann passieren, dass es in Krankenhäusern in manchen Abteilungen neben dem Impfpass trotzdem noch ein Test gemacht wird. Das ist verständlich, nicht? Wenn man bei Schwerkranken ist, dass das doch, weil ich meine, eins ist schon so, Impfung, wunderbar, aber es ist nicht hundertprozentig. Nicht, dass das in so einem Fall dann da und dort verlangt wird. Da kommen viele Schreiben, also viele doch schreiben auch an mich, bitte, wieso muss ich das? Aber ich erkundige mich dann immer, das ist immer nachvollziehbar. Ja. Aber wir sind Testsieger, wir sind weltweit Testsieger. Es wird unglaublich viel getestet. Das hätte ich nicht geglaubt am Anfang. Hat doch letzten Sommer ja ganz anders ausgesehen. Da war ganz, ganz lange angekündigt, dass man sich im Tourismus quasi letztlich testen lässt, wöchentlich, auch das Personal dort. Dann ist in Summe vielleicht eine Wochenration über ein, zwei Monate zusammengekommen. Und jetzt entstehen solche Tests tatsächlich an einem einzigen Tag. Ja, die Pandemie hat aber ein anderes Thema noch mehr in den Vordergrund gerückt, das es auch vor der Pandemie schon gegeben hat. Stichwort Einsamkeit. Oft erzwungenermaßen durch sehr restriktive Besuchsregelungen ein Single-Dasein, das auch durch Besuche nicht aufgelockert werden konnte, ein erzwungenes Single-Dasein, der Partner ist manchmal auch schon verstorben. Wie sehr trifft denn dieses Thema Einsamkeit tatsächlich das seelische Befinden? Ja, also Einsamkeit ist ein Riesenproblem. Das, wie Sie richtig sagen, war immer schon, ja. Aber es ist ein bisschen überdeckt worden und man hat vielleicht auch da und dort sich zu wenig damit beschäftigt. Ich habe mir das jetzt genau angeschaut, zum Beispiel in Wien. Ab 60 Jahren sind 50% Single-Haushalte. Mhm. Jetzt ist nicht jeder Single einsam, nicht? Aber doch ein gewisser Anteil ist es. Und gerade also jene, die in Pflegeheimen sind, das war schon furchtbar, wenn sie keine Besuche kriegen können, weil keine Enkelkinder kommen können, weil sie ja die Endlichkeit wissen. Nicht? Wenn sie 30 sind, dann sagen sie, habe ich ja mal ein paar Monate keinen Besuch. Aber wenn sie 80 sind, und Sie wissen, wie viele Jahre, wie ist denn meine Sterbetafel, nicht? Mhm. Dann ist Ihnen jeder Tag wichtig, zum Beispiel die Enkelkinder, ihre Liebsten zu sehen. Und das war schon sehr arg. Ja. Trifft für jene Fälle natürlich zu, die Enkelkinder haben. Es gibt aber auch natürlich Singles, die hatten vor der Pandemie keine und natürlich und nachher auch, schon gar keine sozusagen. Ja. Die sind dauerhaft einsam. Ja, ja. Also ein Thema, das mit Corona überhaupt nichts zu tun hat. Ja, das ist ein Thema, wo wir uns alle, also die Gesellschaft, die Politik,
alle Organisationen, also wir zum Beispiel Seniorenorganisation, sind ja da sehr, sehr aktiv, immer schon gewesen, ja, aber das muss noch stärker werden, also das ist mir schon klar. Diese Isolation ist so. Es ist wahnsinnig schwierig für jemand aus dieser Isolation herauszukommen, da müssen Sie unterstützen. Es nützt nichts zu sagen, bitte ein Brief, kommen Sie zum Abend sowieso. Da kommt niemand. Sie müssen wirklich, und ich habe da mir zwei Dinge überlegt. Also erstens möchte ich, dass bei meinen Senioren jeder Senior zwei Personen übernimmt, die er sich selbst aussucht, aus seinem Bekanntenkreis, aus Freundeskreis, aus Nachbarn, und die sozusagen versucht zu betreuen. Mhm. Ja? Einfach um einzuladen auf einen Spaziergang, um, wenn das jeder macht, wenn jeder zwei Personen da aktivieren könnte, was glauben Sie, wie viel? Das würde sich dann gar nicht ausgehen, wenn jeder zwei betreut. Also würde die Welt ganz wunderschön sein. So ist sie aber nicht. Immer muss man ganz offen sagen, deswegen ist sowas ja auch teilweise institutionalisiert. Stichwort betreutes Wohnen. Da gibt es unterschiedliche Ausprägungsformen, aber das Ziel ist, dass man zwar für sich genommen weiterhin quasi alleine wohnt, aber viele soziale Begebenheiten gemeinsam macht. Wie sehr wird denn das angenommen? Das wird angenommen. Es ist in Österreich allerdings noch sehr, sehr, sehr wenig. Vor allem, weil auch die Förderungen noch nicht wirklich alles so geregelt ist. Da muss man jetzt einen Nachdruck machen. Das ist in anderen Ländern viel stärker schon. Mhm. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig. Selbstständig bleiben ist nämlich ganz wichtig. Selbst wie Selbstständigkeit. Weil wenn Sie nicht selbstständig mehr sind, dann lassen Sie sich fallen. Nicht? Also wichtig, selbstständig sein. Aber dann, wenn ich etwas brauche, habe ich jemanden, der mir hilft. Mhm. Ja? Und eben auch neben Helfen, also auch die Freundschaften und die Kameradschaft und Kartenspielen und was da alles als dazugehört. Nicht? Jetzt ist die ältere Generation ja auch ein gehöriger Wirtschaftsfaktor, nicht nur beim betreuten Wohnen und in der Gastronomie, etwa auch im Bereich der Digitalisierung, wir haben das auch schon gesprochen, auch bei technischen Hilfsmitteln, bei Stiegenaufzügen, bei solchen Dingen oder etwa auch im Tourismus, teilweise auch bei sehr hochpreisigen Reisen. Man hat Geld sich angespart, will es einfach ausgeben, will noch einmal die Welt entdecken, unter Anführungszeichen. Wird das Wirtschaftsleben der Bedeutung dieser Zielgruppe auch gerecht? Ist sozusagen das Angebot schon entsprechend mitgewachsen? Noch nicht. Also der Tourismus ist noch da relativ weit. Ja. Da muss noch vieles getan werden. Vor allem muss überhaupt ein Paradigmenwechsel erfolgen. Also wir sind kein Kostenfaktor, wir sind ein enormer Wirtschaftsfaktor. Mhm. Wenn Sie nur allein denken, das Ehrenamt würde im Jahr 8,6 Milliarden Euro kosten, wenn man das bezahlen müsste. Also dass man die Kinder teilweise betreut, dass man die pflegende Angehörige hat. 8,6 Milliarden, das ist ungefähr das Bildungsbudget in Österreich. Ja? Also wenn ich nur das nehme. Und natürlich, Sie dürfen nicht vergessen, wenn jetzt die Busreisen beginnen, natürlich fährt man mit dem Bus und dann geht man ins Wirtshaus und gibt dementsprechend aus. Also wir sind wirklich ein Wirtschaftsfaktor und ich werde mich sehr anstrengen, dass das wirklich einmal akzeptiert wird. Das wird nämlich noch viel zu wenig akzeptiert. Man hört immer, die alten kosten so viel. Ja. Digitalisierung ist auch so ein Stichwort. Wir haben uns schon darüber unterhalten. Es gibt technische Hilfsmittel, die das Leben tatsächlich erheblich erleichtern, auch in Notrufsituationen, wo es eben darum geht, schnell Hilfe herbeizurufen. Das sind Produkte, die man natürlich auch entsprechend bedienen können muss. Wir haben uns vorher schon unterhalten über den grünen Pass, der ja auch unter anderem digital funktionieren wird. Da gibt es eben auch eine ausgedruckte Variante. Aber bei anderen Dingen, wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, wie selbstverständlich ist denn der Umgang mit den verschiedenen Funktionen heute geworden oder auch mit Social Media zum Beispiel? Ja, das ist schon, Gott sei Dank, wie gesagt, gerade im letzten Jahr hat sich das sehr, sehr verbessert. Aber da ist noch viel zu tun. Ich meine, die Digitalisierung schreitet ja fort. Und das ist ja auch das Tor zur Welt. Wenn Sie das nicht haben, dann sind Sie wirklich einsam. Ja? Mhm. Also das heißt, und da wird auch sehr, sehr viel in den Organisationen gemacht. Wir haben unglaublich viele Kurse und Veranstaltungen. Und die Seniorinnen und Senioren sind Gott sei Dank bereits so weit, dass sie sagen, vorher war es so, das brauche ich nicht mehr. Jetzt sagt man, ja, ich will dabei sein. Haben Sie den Eindruck so generell, weil Sie erzählen das dann immer so optimistisch,
Ist Corona für die Generation, ich sage jetzt einmal der über 65-Jährigen, jetzt weitgehend abgehakt und man blickt wieder zuversichtlich in die Zukunft? Oder ist da schon so etwas wie der Anfangsschock, der ja uns alle ein bisschen erfasst hat, ein bisschen auch zurückgeblieben? Ich würde sagen, es ist jetzt mit dem Optimismus wieder da. Ja? Also wenn wir uns, ich sage aber immer, wenn man vorsichtig ist. Also Vorsicht wird schon bleiben. Also diesbezüglich, man wird nicht mehr so oft leichtsinnig das eine oder das andere tun. Man wird sagen, ich muss mich testen lassen, ich muss oder geimpft werden, ich muss. Ja, das gehört dazu und das sind gerade die Seniorinnen und Senioren achten sehr darauf. Gut, also, die Durchimpfungsrate ist so hoch wie derzeit noch in keiner anderen Zielgruppe. Eben. Das kann noch kommen. Die anderen werden ja teilweise erst durchgeimpft. Man hat aber schon den einen Eindruck, dass diese hohen Werte in der gesamten Durchschnittsbevölkerung so nicht erreicht werden können. Aber wie auch immer, was bleibt trotzdem negativ zurück von Corona, wo Sie sagen, das ist jetzt das größte Problem, wo man jetzt im Nachschlag sozusagen sich ganz rasch dran machen muss, das zu lösen? Die Einsamkeit. Es ist die Einsamkeit. Und da haben wir jetzt wirklich gesehen, da muss wirklich die Gesellschaft, die Medien, die Menschen, da muss jeder mitwirken. Ja? Da kann man nicht sagen, oh, das soll halt der Staat machen. Nein, also da müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, anderen auch Freude zu machen. Da hat man ja selber Freude, nicht? Also ich meine, aber man muss eben Anstöße geben. Nicht? Und also Ihr Modell, dass einer sich um zwei weitere kümmert, ist ein Ansatz, das wird die Welt allein nicht retten. Gibt es da konkrete andere Schritte, Forderungen auch an die Politik, Sie haben maßgeblichen Einfluss in der ÖVP, dass hier irgendwelche konkrete Schritte kommen? Ja, ich habe auch vor, den Vorschlag zu machen, jetzt bei der Pflegereform, sind Sie der Erste, der das hört, dass zum Beispiel beim Pflegegeld auch die Einsamkeit mit berücksichtigt wird. Dass man zum Beispiel 3 Stunden in der Woche eine Begleiterin bekommt, die nicht pflegt, sondern die sich eben, die vielleicht spazieren geht oder plaudert oder Karten spielt. Das ist ein Novum, das wäre ja tatsächlich ein vollkommen neuer Zugang sozusagen. Das heißt, es wird jemand beigestellt, der möglicherweise auch Depressionen, die aus Einsamkeit entstehen können, sozusagen hinterhand hält. Ja. Halte ich für ganz, ganz wichtig. Hast du das schon mit dem Finanzminister oder dem Bundeskanzler besprochen? Ja, das kommt. Das ist mein der Erste. Ja, sehr spannender Vorschlag, keine Frage. Das heißt, Einsamkeit ist das Thema unserer Zeit. Zusammenfassend gesagt, das steht über allem und alles andere verblasst weitgehend darunter, außer natürlich gesundheitliche, ganz konkrete Probleme, die man das hat. Das ist gar nicht, ja. Ja, ein Thema, wo es noch sehr viel zu tun gibt. Ganz kurz noch an Sie selbst. Sie sind ja eine Art Testimonial für Bewegung, für Sport, sind ja auch im Fitnesscenter aktiv. Man glaubt ja nicht, wie intensiv Sie das betreiben. Wie sind Sie durch die Zeit gekommen, rückblickend? Die Fitnesscenter waren ja ganz lange zu, jetzt sind sie wieder geöffnet. Hatten Sie da, ich würde jetzt nicht sagen Depressionen deswegen, aber Sie sind ja da ein extremer Typ, der da sehr, sehr viel macht. Ja, Depressionen gerade nicht, aber ich gebe zu, mein Büro hat schon gesagt, hoffentlich machen die Fitnesscenter bald auf. Also meine Laune war offenbar nicht immer die beste. Aber ich habe jetzt versucht, natürlich anderes. Ich bin jeden Tag so 10 bis 15 Kilometer gegangen. Also das heißt, ich habe meine, was ich sonst mit der U-Bahn oder mit dem Taxi mache, habe ich alles zu Fuß gemacht. Und habe halt zu Hause auch einige Geräte. Aber es ist mir wahnsinnig abgegangen. Und ich war für mich eine große Freude. Und ich war am ersten Tag um 6:30 Uhr, um 6:30 Uhr in der Früh. Sie machen das ja jeden Tag in der Früh. Ich glaube, an 5 von 7 Tagen sind Sie dort tatsächlich zugegen um 6:30 Uhr. Ja. Respekt. Frau Präsident, vielen Dank für Besuch im Studio. Ich danke Ihnen für die Einladung. Ja, es gibt sie also, die recht große Durchimpfungsrate bei der älteren Generation, in manchen 10er-Zielgruppen sogar weit über 90%. Und wenn man alle 65-Jährigen uns darüber hernimmt, im Durchschnitt, wir haben es gerade gehört, in etwa bei 75%. Ein sehr, sehr hoher Wert. Schauen wir mal, wie weit die anderen Altersgruppen da mithalten können. Ja, aber es bleibt noch viel zu tun. Einsamkeit, das große Problem, das es zu korrigieren gibt. Vorschläge haben wir gehört und einen neuen Vorstoß beim Pflegegeld. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem sensiblen Thema. Wir bleiben natürlich dran und wir sehen uns wieder. Alles Liebe bis dorthin. Auf Wiedersehen.